Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute soll es um eine kleine Einführung in den Bereich Funktionen gehen. In unserem Beispiel, unseren Kaffeeautomaten, ich rufe das Programm noch einmal auf. Da haben wir gesehen, dass wir sehr häufig ähnliche bzw. gleiche Befehle ausführen. Für jeden Port PIN einzeln, also achtmal, haben wir letztendlich ähnlichen Code hier reingeschrieben. Wenn man hier mal runterscrollt, dann sieht man das hier laufend. Das Gleiche steht weiter unten auch, wenn es darum geht, welche Kaffeesorte denn ausgewählt wird. Jedes Mal wird abgefragt, ob der Betrag ausreicht. Und wenn nein, dann wird eine Aussage gemacht, wie viel Geld denn noch nachgeworfen werden muss. Anschließend wird der Kaffee ausgegeben und so weiter. Und das machen wir dann auch jedes Mal für diese unterschiedlichen Optionen dieser unterschiedlichen Kaffeesorten, die dort ausgewählt werden können. Und es macht Sinn, diese einzelnen Blöcke, die immer ähnlich sind, in Funktionen zusammenzufassen. Zum einen wird das Programm dadurch erheblich besser strukturiert und besser nachzuvollziehen. Man muss Änderungen dann im Prinzip nur in diesem einen Block machen und hat dann überall, wo dieser Block, also diese Funktion aufgerufen wird, diese Änderungen sofort zur Verfügung. Und zum Zweiten wird dadurch der Code auch geringer, weil letztendlich das Programm oder dieser Code im Prinzip nur einmal geschrieben werden muss und dann von verschiedenen Stellen aus aufgerufen werden kann. Wie gesagt, unsere Emulationssoftware, der Emulator, der hat eine obere Grenze bei 2 Kilobyte und an diese Grenze stoßen wir schon fast dran. Wir haben 1,9 Kilobyte. Das heißt, wenn wir noch ein bisschen dazu programmieren würden, dann würden wir das Programm schon gar nicht mehr auf dem Emulator laufen lassen können. Gut, was sind Funktionen? Ich versuche das mal an einem einfachen Beispiel zu zeigen. Wir haben immer schon mit einer Funktion gearbeitet, das ist die Funktion Main. Die Funktion Main wird vom Mikrocontroller aufgerufen, direkt zu Beginn. Und an dieser Funktionsdefinition kann man auch sehen, welche Parameter diese Funktion bekommt, nämlich sie bekommt keine Parameter, deshalb steht hier Void in dieser Klammer und sie gibt im Prinzip auch keinen Funktionswert zurück. Macht in diesem Fall auch Sinn, weil wir ja auch keine Programmteile haben, die nach dem Main-Programm ausgeführt werden. In dem Main-Programm haben wir ja diese Endlosschleife while 1 und deswegen werden wir dieses Main-Programm nie verlassen. Insofern würde es auch keinen Sinn machen, dort Parameter an ein anderes Programm zurückzugeben. Also wie gesagt, dieses Hauptprogramm, dieses Main-Programm ist eine ganz normale Funktion. Und in dieser Funktion steht letztendlich unser Code. Das heißt, da steht das Programm, was wir geschrieben haben und das, was von dem Mikrocontroller ausgeführt werden soll. Und diesen Code, wenn man den häufiger benutzt, dann kann man diesen Code auch auslagern. Das heißt, wir müssen den Code nicht hier in dieser Funktion schreiben, sondern wir können eine zweite Funktion, ich nenne diese Funktion auch mal Funktion, definieren. Die sieht von der Struktur her genauso aus. In diesem Fall bekommt sie keine Argumente mitgeliefert, und gibt auch nichts zurück und hat den Namen Funktion. Und dieser Code, der hier ausgeführt wird, der wird jetzt hier nicht mehr direkt ausgeführt, sondern wir schreiben hier letztendlich den Funktionsaufruf hinein. Das heißt, wir rufen diese Funktion oben auf und wenn das Programm, wenn der Compiler an diese Stelle springt, sieht er, ha, er soll die Funktion aufrufen, springt letztendlich oben in die Funktion, ruft dort den Code aus, ruft den Code auf, führt ihn durch und springt dann wieder zurück in unser Main-Programm. Ein Beispiel, wenn wir mal hier in unserem Main-Programm zwei Zahlen addieren möchten, also wir haben eine Integer-Variable i, j und k und möchten i und j addieren und dann der Variablen k zuweisen, dann können wir das einerseits in dem Main-Programm machen, wenn wir sowas öfter machen möchten, beziehungsweise bei komplizierteren Anweisungen macht das Sinn. Hier ist es einfach nur ein einfaches Beispiel. Dann könnte man sowas auch auslagern in eine Funktion. Dazu müssten wir diese Funktion so definieren, dass diese Funktion zwei Parameter bekommt. Und das sind die Parameter Zahl 1 und Zahl 2. Wir möchten ja zwei Zahlen miteinander addieren.
Beide Zahlen sollen vom Typ Integer sein. Das heißt, wir können mit dieser Funktion zwei Zahlen addieren. Und diese Funktion gibt auch einen Integer-Wert zurück. Und das soll dann letztendlich die Addition sein dieser beiden Zahlen. Diese Funktion wird aufgerufen werden mit dem Funktionsnamen, also Funktion i, j. Die Funktion könnte jetzt auch zum Beispiel addiere heißen. Und dann i, j, das sind die beiden Parameter. Und der Funktionswert wird dann zurückgewiesen und kann dann letztendlich dieser Variablen k zugewiesen werden. Das heißt, wir schreiben k gleich Funktion i, j. Und in der Funktion selbst müssen wir dann letztendlich die Summe der beiden Zahlen bilden und dann letztendlich wieder zurückgeben. Das heißt, wir schreiben in der Funktion, in die Funktion return. Damit geben wir in das zurück, was hier in den Klammern steht. Und hier in den Klammern berechnen wir direkt Zahl 1 plus Zahl 2. Das Programm würde also so funktionieren. Der Mikrocontroller würde das Programm main aufrufen. Dort würden drei Variablen deklariert, i, j und k. Okay, wir müssten dann noch diesen Variablen i und j auch Zahlenwerte geben und könnten dann die Funktion aufrufen mit den Parametern i und j. Dann würde der Mikrocontroller in diese Funktion springen, würde hier diese beiden Zahlenwerte bekommen und würde diese beiden Zahlenwerte addieren und würde das Ergebnis dieser Addition zurückgeben. Und das würden wir dann hier in der Main-Funktion in unserem Hauptprogramm letztendlich der Variablen k zuweisen.